Hier ist endlich Wochenende. Herzlich willkommen. Wie man unschwer erkennen kann, melden wir uns heute nicht aus dem Landkreis Neumarkt, sondern aus Nürnberg, wo aktuell wieder die Consumenta stattfindet. Und dort ist auch zum wiederholten Male die Jurastadt vertreten. Folgen Sie uns nun also auf einen kleinen, völlig subjektiven Messerundgang. Beim Laufen durch die Messehallen ist mir in diesem Jahr eines erschreckend klar geworden. Ich werde langsam alt. Früher, da zog es meinen Blick dorthin, wo sich was drehte und bewegte. Oder zu Technik, die man nicht alle Tage sieht. Aber jetzt allmählich ziehen mich die Aussteller mit den Massagesesseln an. Naja, egal. Die müden Messebesucherbeine werden wieder agiler, sobald sie der weiche rote Teppich umschmeichelt, den die Stadt Neumarkt nun im 11. Jahr für die Besucher ausrollt. Und der Stand, an dem sich neben der Kommune 13 Firmen präsentieren, ist so groß wie nie. Über 2000 Quadratmeter, das ist im Schnitt waren wir immer bei 1500. Wir haben einen gewissen Wechsel immer wieder, Fluktuation bei den Ausstellern. Zwei kommen diesmal nicht mit, dafür kommen drei neue dazu. Das ist in dem Jahr auch der Fall, da freuen wir uns besonders, weil wir von der Fläche im Grunde massiv gewachsen sind und sind deutlich der größte Gemeinschaftsstand auf der Messe hier. Natürlich stellt sich 2019 die berechtigte Frage, was bringen Messen in einer Zeit, in der ein nicht kleiner Teil des Handels über das Internet abläuft. Was wir feststellen hier, dass die jungen Leute schon dazu tendieren, online ihre Dinge zu bestellen, weil sie sie auch kennen. Und meistens handelt es sich da auch um eher kleinere technische Gadgets, sagen wir mal, die keiner besonderen weiteren Beratung bedürfen. Wann immer es aber um hochwertige Produkte geht, die man vor dem Kauf mal haptisch erfahren möchte, oder um Dinge, für die man später Erweiterungen und zuverlässigen Kundenservice braucht, ist der Kontakt zum Händler auf der Messe nach wie vor für viele der Weg der Wahl. Und warum lacht mich denn jetzt diese Massagedüse so an? Egal. Auf der Consumenta gibt es übrigens wirklich an vielen Stellen Messepreise. Und zwar nicht nur für Dinge, wo man schnell zugreift. Also ich habe Preise erlebt, die bis zu 20% drunter liegen. Es ist ein Entgegenkommen, wo es darum geht, dass man eigentlich einen Kunden gewinnt für den weiteren Support und eventuell für andere Gegenstände, die vielleicht zu dieser Serie noch gehören könnten. Und besondere Schnäppchen kann man hier machen, wenn man Ausstellungsstücke kauft, da die Aussteller meistens froh sind, wenn sie diese nicht wieder mit zurück ins Lager nehmen müssen. Soweit unser kleiner Messerundgang. Wir machen jetzt eine kurze Pause und danach zeigen wir Ihnen drei Landkreisgemeinden, die bereits seit den 1970er Jahren verwaltungstechnisch gemeinsame Sache machen. Mehr dazu gleich. Genießen über den Dächern Neumarkts. Oberpfälzer Spezialitäten in gemütlichem Ambiente. Übernachten im romantischen Landhausstil. Moderne Tagungsräume für Ihre Veranstaltung. Wellness für die Seele. Tagungshotel Schönblick in Neumarkt. Nur 30 Minuten von der Messe Stadt Nürnberg entfernt. Stadt Neumarkt lädt ein. In den Zeitraum Neumarkt. Unternehmen können dort wochenweise direkt in Neumarkts Innenstadt präsent sein und Gründer mit einem eigenen Geschäft erste Erfahrungen sammeln. Mehr Informationen unter einkaufsstadt-neumarkt.de. Weil da kriege ich alles. Gut aufgehoben fühlen. Heimat schaffen. Geld anlegen. Finanziell flexibel sein. Gemeinsam Großes schaffen. Vermögen bewahren. Das alles und mehr in meiner Nähe. Weil für jeden etwas anderes richtig ist. Lassen Sie sich genossenschaftlich beraten. Regional und handwerklich ist das neue Bio. In unserer Metzgerei im Herzen von Neumarkt finden Sie über 100 hausgemachte Spezialitäten. Zartes Fleisch von Tieren aus der Region. Bei Feiern verwöhnt Sie unser Partyservice. Bögerl, weil ich besser essen will. Wir suchen nicht einfach einen Käufer für Ihr Objekt. Wir ermitteln ihn. Mit jahrelanger Erfahrung, moderner Technik und professioneller Präsentation. Lautenschlager Neumarkt. Ihre Immobilie ist unser Fall. Hier wird Luxus lebendig. Im Museum für historische Maybach-Fahrzeuge.
Unsere Sammlung aus restaurierten Fahrzeugen und Originalbauteilen ist weltweit einzigartig. Das Museum für historische Maybach-Fahrzeuge. Der Gemeinschaftsstand der Stadt Neumarkt auf der Consumenta 2019 vom 26. Oktober bis 3. November im Messezentrum Nürnberg. Neumarkt präsentiert sich als Kultur-, Tourismus- und Wirtschaftsstandort und als moderne Einkaufsstadt. Täglich wechselnde Sonderaktionen sorgen für ein vielfältiges Programm. Neumarkt auf der Consumenta, Halle 7, Stand D31 mit gemütlichem Oberpfälzer Biergarten. Die Einkaufsstadt Neumarkt lädt ein zum verkaufsoffenen Sonntag am 10. November. Die Geschäfte haben ab 13 Uhr für Sie geöffnet. Auf dem Volksfestplatz findet der traditionelle Martini-Jahrmarkt statt. Nutzen Sie auch den kostenlosen Shuttlebus zwischen Volksfestplatz und Neuer Markt. Mehr Informationen unter einkaufsstadt-neumarkt.de. Weil taugreiche alles. Die B GmbH in Gleichau mit ihren 60 qualifizierten und freundlichen Mitarbeitern verfügt über umfangreiches Know-how und erarbeitet selbst für komplizierte Sachverhalte mit Ihnen zusammen eine passende Lösung. Ob Haustür, Garagentor, Sonnenschutz, wir haben für jeden Bedarf das passende Produkt. Hier findet jeder sein passendes Profi-Werkzeug in unserem riesigen Sortiment. Kommen Sie zur B GmbH in Gleichau, Ihrer Handwerkstatt und Bädersee im Plan in Kaufen Ausstellung in Neumarkt. Willkommen zurück. Hinter den Buchstaben LNG oder besser gesagt LNG verbirgt sich eine Abkürzung für flüssiges Erdgas. Und dieses ist laut vielen Experten eine umweltfreundliche Kraftstoffalternative für die Zukunft. Unter anderem deswegen, weil es zum Beispiel im Vergleich zu Diesel 10-15% weniger CO2 produziert und auch der Lärm und die Feinstaubemissionen sind wesentlich geringer. Und deswegen investiert nun auch das Neumarkter Energieunternehmen Rödel Energie in diesen Kraftstoff und baut zusammen mit dem Münchner BayWa-Konzern in Nürnberg im Hafengebiet eine LNG-Tankstelle. Spatenstich war am Donnerstag vergangener Woche im Beisein von Nürnbergs Oberbürgermeister Dr. Ulrich Mahli und die Eröffnung ist für April 2020 geplant. So, nun blicken wir zurück in den Landkreis Neumarkt. Berngau, Pilsach und Sengenthal, das sind drei Gemeinden mit drei verschiedenen Bürgermeistern. Im Bereich Verwaltung machen diese drei Orte allerdings bereits seit den 1970er Jahren gemeinsame Sache im Rahmen einer sogenannten Verwaltungsgemeinschaft. Diese hat ihren Sitz in Neumarkt in der Bahnhofstraße und die Räume mussten nun auch aufgrund des Wachstums der Gemeinden erweitert werden. Seit 2017 wurde das Verwaltungsgemeinschaftsgebäude der Landkreisgemeinden Sengenthal, Berngau und Pilsach saniert. Am Samstag wurde es mit einem Festakt eingeweiht. Am Nachmittag durfte dann die Öffentlichkeit einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr Bürger in den drei Gemeinden gehabt. Dadurch musste man natürlich auch mit der Verwaltung nachziehen. Wir haben Personal gebraucht und dazu haben wir natürlich zu wenig Platz hier im Haus gehabt. Und von daher war es unheimlich wichtig, hier die Räume zu erweitern und auch die Mitarbeiter aufzustocken. Nach knapp 25 Jahren Betrieb war das Gebäude zudem in die Jahre gekommen und entsprach nicht mehr den heutigen Standards. Also neu ist natürlich dieses Obergeschoss, das komplett neu ist und aufgestockt wurde. Neu ist auch der barrierefreie Zugang mit dem Aufzug, den wir eingebaut haben. Neu ist auch die Isolierung des Gebäudes, also wir haben das energetisch saniert. Außerdem wurde in eine neue EDV-Ausstattung und eine moderne Telekommunikationsanlage investiert. Die 16 Mitarbeiter erhielten ergonomische Arbeitsplätze. Ihre Aufgaben reichen von der Grundsteuerverarbeitung über Gewerbeanmeldungen bis hin zu Bauanträgen oder Urkundenausstellungen. Die Zusammenführung von drei Gemeinden in eine Verwaltungsgemeinschaft war vor über 40 Jahren laut Bürgermeister Wolfgang Wild eine sehr sinnvolle und weitreichende Entscheidung. Es reicht, wenn ich ein Passamt, ein Einwohnermeldeamt, ein Bürgerbüro habe, ein Bauamt und hier die Kompetenz gebündelt für alle drei Gemeinden zur Verfügung steht. Die Sanierung des Altbaus und die Erweiterung kosteten insgesamt 2 Millionen Euro. Hier am Gemeinschaftsstand der Stadt Neumarkt auf der diesjährigen Consumenta gibt es heuer eine kulinarische Neuerung. Und zwar einen Weißwurstburger. Den muss ich jetzt gleich mal testen. Und Ihnen verrät derweil Verena Greithaner, wer dieses Mal unseren Blumenstrauß der Woche verdient hat.
Nun blüht er wieder. Der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen. Garten und mehr. Evastraße 6 in Neumarkt. Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Ich sitze heute ganz gemütlich beim Kaffeeklatsch bei der Frau Forster und wir überraschen aber auch noch einen netten Menschen. An wen geht denn der Blumenstrauß? Der geht an die Frau Albrecht, das ist meine Nachbarin, ganz also über mir. Und ich finde, die hat den Blumenstrauß einfach verdient, weil sie immer alles macht im Haus. Die macht die Hausordnung für jeden, weil alle berufstätig sind und bringt den Müll raus, wenn es sein muss und kehrt einfach auch zusammen, wenn jetzt das Laub fällt. Und deswegen hat sie es verdient. Jawohl. Sie ist hierher bestellt, glaube ich, gell? Genau. Dann würde ich sagen, warten wir jetzt einfach ab. Ja. Hallo, Frau Albrecht. Ja. Wir haben eine kleine Überraschung für Sie und zwar bekommen Sie von uns den Blumenstrauß der Woche. Trauen Sie sich ruhig rein. Hallo. Hallo. Da ist jetzt jemand platt, gell? Jetzt ja. Haben wir Sie ein bisschen überrumpelt. Total. Ich kann gleich schwitzen. Die Frau Forster hat sich bei uns gemeldet und hat schon erzählt, dass sie, ich sage jetzt einfach mal, so ein fleißiges Bienchen sind hier im Haus. Sie wissen wahrscheinlich sofort, was gemeint ist, oder? Ja, ein bisschen, ja. Erzählen Sie mal, wie kam es dazu, dass Sie hier die ganzen Arbeiten übernehmen? Naja, ich bin halt hier reingekommen, vor ein paar Jahren, wie lange bin ich jetzt schon hier? 5, 6 Jahre oder so. Und dann habe ich halt so gemerkt, ich wohne immer irgendwo in Miete, hier macht doch keiner was, dann machst du es halt du und noch mehr und dann wird es immer mehr und irgendwann, naja, jetzt bin ich in Rente und ich bin froh, dass ich die Arbeit habe, muss ich echt sagen, Zeitvertreib. Aber ist auch selten, ich meine, wenn man sagt, naja, das macht keiner, dann regt man sich zwar vielleicht auf, aber dass man jetzt immer selber alles übernimmt, ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Ja, das ist mir klar, das weiß ich auch, ja. Und deswegen haben wir gedacht, Sie sind ein perfekter Kandidat für unseren Blumenstrauß der Woche. Danke, das ist ja toll, das ist ja Wahnsinn. Der Blumenstrauß der Woche wurde Ihnen präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr, Evastraße 6 in Neumarkt. Und nun verraten wir Ihnen, ob es uns an diesem Wochenende in eine Infrarot-Wärmekabine wie diese hier zieht oder ob die Außentemperaturen auch so hoch genug werden. Hier sind die Aussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. Nach dem Temperatursturz in der vergangenen Woche wird es in den kommenden Tagen etwas milder und wir können unsere Winterjacke nochmal zurück in den Schrank hängen. Der Samstag ist der wärmste Tag des Wochenendes. Auch wenn sich die Sonne nur selten blicken lässt, erreichen wir Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad mit leichtem Regen am Nachmittag. Am Sonntag ist es regnerisch bei Tiefstemperaturen von 8 Grad und auch nachts gibt es nur selten eine Lücke in der Wolkendecke. Der Montag wird dann wieder etwas freundlicher. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken erreichen wir dann bis zu 12 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Und das war's für heute. Nächste Woche, am Mittwoch, melden wir uns wieder wie gewohnt aus dem Landkreis Neumarkt mit einer neuen Ausgabe vom Marktplatz Neumarkt. Ihnen bis dahin eine schöne Zeit und danke fürs Zuschauen. Top Secret, das ist die neue Kochserie auf Neumarkt TV. Ich verrate Ihnen Geheimnisse rund ums Kochen. Und wer die Küchentricks live erleben möchte, sollte bei uns in der Kochschule Petitfour in Neumarkt einfach mal vorbeischauen.